61 Minuten Sex. Mein Name ist Jan. Und ich bin Jana und ihr bekommt jetzt von uns eine Anleitung, wie ihr euren Hoden richtig untersuchen könnt. Denn ihr wisst vielleicht auch, dass Hodenkrebs einfach ein Thema ist. Und naja, umgehen kann man das nicht, aber man kann ihn zumindest frühzeitig erkennen, indem man jetzt wichtige Schritte einhält. Und manchmal erkennt man auch andere Krankheiten oder Probleme daran, die dazu führen, dass man zum Arzt gehen sollte. Denn bei jeglicher ungewöhnlicher Veränderung lieber abchecken lassen. Den wollt ihr nicht ohne Grund einfach irgendwie in Gefahr bringen. Den Penis haben wir beiseite gelegt, um den geht's ja nicht, sondern es geht um den Hoden. Am besten macht ihr das Ganze unter der Dusche und im Stehen, denn da ist man in der Regel am entspanntesten. Und ja, das kann man ja, wie man am liebsten duschen, morgens oder abends machen. Und es reicht aus, wenn ihr das ab der Pubertät einmal pro Woche macht. Damit seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. Genau, und das Ganze ist auch schnell gemacht. Anfängt man, indem man zum Beispiel erstmal das Gewicht und auch so ja, ein Gefühl dafür bekommt, wie hängen sie denn sowohl der gesamte Hoden als auch vielleicht rechte und linke Seite im Vergleich. Denn die können durchaus auch mal unterschiedlich schwer, unterschiedlich groß sein. Ein kleiner Unterschied ist normal. Unangenehm bzw. problematisch kann es sein, wenn der eine auf einmal größer wird, wächst und der andere nicht. Also das ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, lieber mal beim Arzt abchecken lassen. Jeder Hoden sollte dann vorsichtig mit beiden Händen abgetastet werden. Und um Unebenheiten zu erkennen, kann man den Mittelfinger und den Zeigefinger unten auf den Hoden auflegen und oben den Daumen und dann vorsichtig hier auf und ab gleiten und damit kann man schon eventuelle Knötchen erkennen. Genau, das sind so kleine Verhärtungen. Die Oberfläche ist nämlich im Normalfall eher glatt vom Hoden. Es gibt aber eine Ausnahme bei dieser glatten Oberfläche, nämlich den Nebenhoden. Der liegt auf der Innenseite beim Hoden, oben an. Ist vielleicht auch etwas schmerzempfindlich, wenn man draufdrückt, ist aber auf beiden Seiten gleich und von da aus gehen die Samenleiter nach oben. Ja, das ist ganz normal, dass der da ist, das ist kein Problem. Er sollte auf beiden Seiten, sollte der Hoden nicht komplett rund und frei sein, sondern eben fest am Samenleiter. Genau, wenn ihr da aber jetzt noch etwas anderes erkennt, dann kann das also schon ein Indiz sein, dass da irgendetwas ist. Dann sollte man wirklich zum Arzt gehen. Es gibt noch einen vierten Schritt, wenn man so will. Also, dass man sich einfach nochmal im Gesamtbild betrachtet, im Spiegel und da eventuell auch schon sieht, ob irgendetwas am Hodensack auffällig ist. Und ja, dann weiß man, findet man nichts. Genau. Und je öfter man das macht, desto schneller geht's und desto besser hat man ein Gefühl dafür. Wenn man das irgendwie ein paar Mal gemacht hat, zack, 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 einmal zwischen Daumen, Zeigefinger hin und her rollen, das Gewicht abschätzen, ja, ist rechts, links, ist noch alles gleich, wunderbar, tut nichts weh, keine Knötchen auf der Oberfläche, keine in der Tiefe und ihr merkt schon eine Routine, ah, zack, zack, einmal geguckt, fertig. 30 Sekunden, wenn man das ein paar Mal gemacht hat Ja. Und das Ganze ist erledigt, einmal pro Woche ist die Empfehlung. Was man dann nachher macht, ist einem natürlich selbst überlassen, aber ich meine, hey, achtet auf eure Nüsse, ist eine gute Broschüre dazu, die ist hier drunter verlinkt, da sind nochmal ein paar andere Bilder drin. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Habt ihr irgendwelche Erfahrungen dazu gemacht? Betreibt ihr auch solche Untersuchungen bei euch selber? Das würde uns interessieren. Oder gibt es vielleicht auch ja, einfach Hinweise in der Schule, die ihr bekommt von Lehrern? Weisen die euch darauf hin, dass es also auch ja, solche Untersuchungen oder dass ihr solche Untersuchungen machen solltet? Schreibt das doch mal mit in die Kommentare. Genau, ja, sicher macht Sex Spaß, auch beim Hodenabtasten.